In einer Patchwork-Familie ist ja überhaupt nichts wie eine Kernfamilie. In Kernfamilie sind alle Beziehungen Liebesbeziehungen. In einer Patchwork-Familie sind nur die zwei, sind die Erwachsene, hoffentlich eine Liebesbeziehung. Meine Beziehung zu meinem Kind, deine zu deinem Kind sind auch Liebesbeziehungen. Meine Kinder zu dir wissen wir noch nicht. Deine Kinder zu mir wissen wir auch noch nicht. Die Kinder einander gegenüber wissen wir überhaupt nicht. So, das sind ganz, ganz andere Beziehungen. Und wenn wir versuchen, diese Familien so zu machen, als ob es eine Kernfamilie war, dann geht es schief. Was wir wissen, ist, dass es ist nicht einfach, aber es ist ja in keiner Familie einfach. Beim Übersetzen dieses Buches war ich geradezu beschämt darüber, mit welcher Treffsicherheit Jesper Juhl all die Probleme beschreibt, die ich mit meiner eigenen Patchwork-Familie erlebt habe. Hätte es mir geholfen, wenn ich das Buch schon früher gekannt hätte, aber ja, nicht nur um den allgegenwärtigen Fallgruben auszuweichen, sondern vor allem um die vielfältigen Chancen zu nutzen, die sich jedem bieten, der sich in einer neuen Familie zurechtfinden muss. Und ich bin Jesper Juhl unglaublich dankbar für das Wort Bonusvater statt Stiefvater. Das ist ein wirklich guter Begriff, mit dem man sich gerne identifiziert. Knut Krüger, Übersetzer der Bücher von Jesper Juhl.